Und damit herzlich willkommen, meine lieben Exilanten, zu einem neuen kleinen Quick Guide hier für die Herausforderungen von Age of Sorcery. Ja, ich habe wieder eine seltene Herausforderung für euch im Handgepäck dabei, nämlich Eislotus sammeln. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wo finde ich Eislotus? Die einfachste Adresse wird wahrscheinlich direkt hier am Hang des Berges sein, ganz in der Nähe von der Brücke des Verräters auf der anderen Flussseite. Also im Prinzip der gesamte Bereich, ne, von hier aus, ganz besonders auch hier um die Felsen drumherum, relativ einfach zu finden. Das Gute ist, ihr müsst doch nicht so weit rein, ne? Ich meine, hier ist auch extrem kalt, ihr solltet also daran denken, euch entweder Getränke mitzunehmen, die euch ein bisschen aufwärmen, oder Ausrüstung mit Wärmebonus drauf, solche Dinge, ne? Damit ihr hier nicht erfriert, während ihr hier unterwegs seid. So, wir gucken mal ganz schnell, wir schnappen uns mal hier direkt zwei Pflanzen. Ja, Nummer 1. Gucken wir auf der anderen Seite hier einfach nochmal. Sollten wir eigentlich auch noch Pflanzen finden. Gucken wir ganz dreisterweise hier hinten nochmal. Ah, da müssen wir anscheinend doch auf der anderen Seite bleiben. Gut, also wissen wir Bescheid. Bis hier hinten nicht mehr, sondern nur da, wo wir eben schon vorne waren. Ist das Gebiet doch ein klein bisschen kleiner, als ich dachte. So, dann schnappen wir uns noch eine Pflanze von hier vorne. Und dann haben wir das auch erledigt. Ah, hier sind ja noch genügend da, ne? Zwei brauchen wir bloß. Und nebenbei klappen wir den hier noch schnell auseinander. Weg mit dir. So, und das war's schon, ne? Gucken wir nochmal. Also hier in dem Bereich, ne? Ist ein bisschen kleiner als ich dachte, aber in dem Bereich hier werdet ihr definitiv genügend Pflanzen finden. So, schauen wir nochmal. Eislotus sammeln, 2 von 2, Belohnung anfordern. Und damit haben wir alles. So, da würde ich sagen, wenn euch dieser Guide weitergeholfen haben sollte, dann gerne Däumchen drücken. Unterstützt weiter fleißig diesen Channel, damit ihr auch in Zukunft jede Menge coole Guides hier für die Age of Sorcery genießen könnt. Und ja, wo wir bei dem Thema sind, natürlich dann kein Abo vergessen und die Glocke. Wie gesagt, hier wird noch jede Menge an Guide-Material zu den Herausforderungen zu Age of Sorcery kommen. Ein Special dazu auch nochmal zu der Isle of Zipta. Da wird es auch nochmal im Anschluss eine ganz lange Reihe geben mit verschiedenen Guides dazu zu den Herausforderungen. Also, schön dranbleiben, ne? Bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns im nächsten Guide. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.